Verarscht, ich steck fest, ich steck. Mann! Diese Spielfehler, was ist denn hier los? Oh Kacke, ich hab meine Tastatur kaputt gehauen. Warte mal kurz. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Tiny Brains. Hallo! Und. Ja, wir haben immer noch keinen Plan. Ja, wir sind jetzt hier wieder voll am Arsch, weil wir einfach hier nicht durchkommen. Warte mal. Usain Bolt! Oh. Es wird so überhaupt nix. Ich hab so keine Ahnung. Ich hab nie. Kann man hier außen lang? Also, nee. Wir können da nicht. Oh! Ich bin da eben. Warte mal kurz. Warte mal, ich bin ja eigentlich gerade. Das war bestimmt bloß Zufall. Ja, das war bloß Zufall. Aber wie kommen wir jetzt hier durch? Mach mal einen Eisblock. Okay, Eisblock gemacht. Weiter Versuch. Das war gerade. Mach das nochmal hier. Verdammt gut. Mach das einfach nochmal. Das klappt. Hä? Das klappt so auf jeden Fall. Wie, warum ist denn das jetzt so weit geflogen? Erklär mir das mal. Ich weiß es nicht. Letztes Mal ist es nicht so weit geflogen. Okay, hier nochmal. Viel Glück. Dieser Po. Okay. Dieser Pro. Das war gerade echt komisch. Hä, wieso? Letztes Mal ist es garantiert nicht so weit geflogen. Nee. Okay, an alle, die jetzt das erste Mal zugucken, der Blaue kann Eisblöcke machen. Den ohne den Kopf, den Fritz gerade hat, der kann Dinge tauschen. Der hier kann Dinge ranziehen. Der Lilan hier, flupp. Und der hier kann Dinge wegschießen, glaube ich. Nee, oder? Ja, wegschießen. Andersrum. Nee, der Grüne kann ranziehen. Und der Lilane kann wegstoßen. Hey. Hey. Aua. Warte mal, was müssen wir denn jetzt eigentlich machen? Wir müssen. Du hast kaputt gemacht. Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Ah, das ist B-Block. Wir müssen den erstmal irgendwie. Warte mal. Mach mal einen Eisblock. Ja, genau. Ich möchte da mitkommen. Hä? Hä? Was war das denn jetzt? Okay. Ich hab gewechselt, Entschuldigung. Nö, jetzt bin ich. Oh. Ich glaube, du kannst da bloß alleine hoch. Weil du musst denn diesen Doppelsprung machen da. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich habe eine Idee, aber das ist viel zu kompliziert. Ja, pass auf, ich weiß auch, ich müsste da oben reinspringen, tauschen und du müsstest dann den Tauscher nehmen und zurücktauschen, bevor der Block wegfällt. Das ist voll kompliziert. Warte mal. Hier kann man drunter durch, ja? Ja. Ja, dann hätte ich das so gemacht, wie ich es gerade gesagt habe. Also. Okay, warte. Warte mal, was ist eigentlich? Achso, dann ist jetzt zu, okay, der muss da also drauflegen. Also lass mich mal probieren. So, ich bin jetzt hier oben. Nimm mal irgendeinen, den ich jetzt nicht brauche. Ja, nimm mal den grünen, behalte den mal kurz. Wenn ich jetzt das dahin packe. Dann wegstoß und dann musst du rüber tauschen. Jetzt musst du nochmal tauschen, aber es geht. Ah. Doch! So oft kannst du nicht so kurz hintereinander tauschen. Doch, ich hätte es hier gekriegt. Bloß du musst. Also ich muss dann den Tauscher wegpacken und du musst den Tauscher nehmen und dich dann mit dem Ding tauschen. Verstehst du? Nimm mal kurz den anders. Okay, eins zurück ist der Tauscher dann. Okay. Eins zurück, bist du bereit? Ja. Okay. Ah! Du kannst dich nochmal tauschen. Ach so, das muss ich resetten. Ja, das ist was meine Meinung. Vielleicht ist das Ding hier bloß Ablenkung, wir brauchen das nicht. Du kannst mich einfach, glaube ich, hier mit dem Eisblock drunter durchkicken. Warte, lass mal das probieren. Aber ich glaube, das kickt mich einfach mal. Lol. Was? Hey! Ich habe extra einen anderen genommen. Was war das aber gerade? Das war gerade richtig komisch. Das war ein krasser Spielfehler, den werden wir uns jetzt zunutze machen. Wir machen das gleiche nochmal. Das war Slow-Mo. Okay. Warte mal. Nur hast du zu lange gebraucht. Warum ist da so ein. Vielleicht ist das mit. Glaubst du, ist das mit Absicht, dass wir da Zeitlupe haben? Ich weiß nicht, es könnte sein. Warte, ich kick dich jetzt mal. Nimm mal. Du musst ja nochmal. Genau. Oh. Das hast du verkackt. Okay. Spielfehler. Kann auch so schnell nicht switchen. Rechtsklick, Mann. Lass mich das machen. Aber das scheint beabsichtigt zu sein. Ja,
Glaube ich schon, weil sonst würde das bestimmt nicht so oft hintereinander passieren. Ja. Achso, ich muss hier. Okay. Entschuldigung. Du hast den oder was? Ich hab zu schnell gewechselt. Ja, ich dachte, du hättest den schon gehabt. So. Okay, nochmal. Oh, ich hab vergessen, ich hab falsch gedrückt, tut mir leid. Aber es scheint nur zu sein, wenn man an der Ecke dich dagegen schmeißt. So mittig passiert das nicht. Lass. Ich kann nicht, ich konnte nicht. So, denn versuch den mit dem Grünen ranzuziehen. Gucke so, flupp. Ja. Okay, gut. Nächster Plan. Auf jeden Fall brauchen wir das Gerät. Na, okay. Nochmal. Und wozu ist denn das Ding da hinten, was sich hoch und runter bewegt? Ich weiß es nicht. Oh, ich hab. Oh Mann, ich verdrück mich immer, oh Mann. Wäre cool, wenn wir zum Schluss so die Tore sehen. Das wären dann bestimmt so über 1000. Ui! Nice. Wir haben das Ding da hinten gar nicht gebraucht. Wie geil ist das denn? Ich glaube, dass dafür, dass letztes Mal der Block so langsam geflogen ist, das ist jetzt unsere Entschädigung. Der jetzt so schnell fliegt. Oh, guck mal! Müssen wir ihn retten? Ja, wir müssen ihn retten. Ja, das macht richtig. Ich finde das richtig geil, ey. Ich nehme wieder den Tauscher, ja. Du ziehst ihn hier lang und ich rette im Notfall einfach mit dem Tauscher. Alter. Okay. Kann er da durchfallen? Ja. Oh, das bricht alles kaputt. Bin ich. Fritz, wo bist du? Fritz, wo bist du, Mann? Mein Cursor zeigt mir an, dass ich irgendwo unter der Map bin. Willst du mich verarschen, Mann? Ich krieg das hier nicht alleine hin. Oh, doch wirst du. Ich kann nichts machen. Willst du mich verarschen? Ich steck fest, Mann! Diese Spielfehler, was ist denn hier los? Oh, kacke, ich hab meine Tastatur kaputt gehauen. Warte mal kurz. Kennst du diese zwei Stützfüße, die deine Tastatur so schräg hinstellen? Ja, einer ist auch gerade abgebrochen. Oh Mann. Okay, läuft wieder. Nein! Toll. Schönen Dank. Du hättest den Tauscher. Okay, dann hättest sagen müssen, dass du ihn sofort haben möchtest. Aber ich weiß nicht, ob das denn geht. Wow. Nein, ich will nicht schon wieder hier landen. Okay, kick ihn einfach weiter. Ich rette bloß im Not. Okay. Du bist kacke, Fritz. Du bist richtig kacke. Okay. Du bist wieder da. Ah, ja. Ah, ja, ich bin eine Ratte. Leben rettet. Ah. Komm. Ist das ein Speicherpunkt? Ja. Okay. Gut. Oh, das bricht jetzt hier alles, glaube ich, sofort schneller kaputt. Warte, das mit dem Grün hier hoch. Wow. Das ist dumm, man sieht manchmal gar nicht, wo hier die Löcher sind oder wo Glas ist. Okay, ich glaube, das ist alles Glas hier. Da fällt es doch runter, oder? Ja. Wow, okay. Wow, was? Ich habe das Gefühl, das Glas, das hält hier nicht mehr lange. Irgendwann erschrecken wir uns einfach mal kurz. Nein, ich bin tot. Fritz, rette ihn. Ich hänge hier fest. Fritz. Hä, warum geht denn immer wieder zurück? Verarschen. Musst du da jetzt runterkicken? Nein. Nein, Fritz. Ich bin unter der Map. Nein, ich stehe hinten. Tausch. Oh. Also, das ist ein voller Fehler. Alter, guck dir den Typen an, der läuft da drinnen sogar noch. Also das backt hier ganz schön rum gerade. Der hing das da eben genau zwischen, der hätte doch voll durchfallen müssen. Oh, ein Glück ist er nicht durchgefallen. Oh, ich hätte gesagt Endgegnerstimmung. Ja. Sind wir in der Mikrowelle? Sind wir in der Mikrowelle? Oh, warte, Brain Giving System. Ich guck mich hier ein bisschen um, was hier noch so rumsteht. Achso, da hinten. Okay. Okay. Wir sind in der Mikrowelle. Zieh nochmal rüber. Okay. Welche Mikrowelle sieht denn so aus? Eine, die leckeren Käse machen will. Was? Fritz. Hä? Der Wissenschaftler ist tot. wir haben es beide nicht geschafft, den zu greifen. Ja, okay, ich glaube, ich stand einfach ein bisschen zu weit hoch. Du kennst das Problem mit dem Tauscher, dass der halt alles auf einer Höhe stehen haben muss. Aber
Da, ey, hier ist der Tauscher echt kacke. Ich nehm den, ich nehm den. Ich hab den jetzt zum Schieben. Meiner zieht ran, ja? Ich bin ja tot. Okay. Gut. Philipp! Fritz! Du hast es gerade versaut. Es tut mir leid, Mann! Ach, kacke! Nein, nein, das tut dir nicht leid! Es ist schwer! Mann, ey! Mann! Okay, Versuch okay. Nummer 10. Denk dran, deiner zieht ran! Geh wieder in die Fläche. Ja, wir sind jetzt tot durch das Feuer. Wir dürfen das Feuer nicht berühren. Das ist schwer, wenigstens die Hintergrundmusik cool. Ich glaube, wir sollten uns eher darauf konzentrieren, ihn hier oben zu halten. Anstatt aus dem Feuer raus. Ich glaube, hier drüben war. Das Feuer dürfte. Oh. Ey, das ist scheiße schwer, das ist echt schwer. Weil wir Ronny tot sind. Wir sind Ronny tot und man erkennt gar nicht mehr ordentlich, wann jetzt zum Beispiel wo Feuer kommt. Ja. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das Spiel will uns ficken, Fritz. Ich zieh den erst. Okay, warte. Haha. Okay. Ich darf da nicht rein, wir mussten. Dann sind wir runtergerollt. Hä? Oh nein, ey, jetzt verkacken wir aber echt krass. So, ich probier's nochmal mit dem Tauscher, okay. Ja. Dann musst du dich aber so quer immer hinstellen, wo ich jetzt stehe. Du bist der Tauscher. Dann halt du den Tauscher. Aber ich bin doch gleich wieder tot. Achso, okay. Ich bin sofort wieder tot. Wir müssen uns einfach merken, wo das Feuer angeht. Warte, ich glaube, jetzt geht hier unten gleich das Feuer an. Ich kann ihn nicht. Ich kann nicht ran. Ich kann nicht ran. Okay, auf jeden Fall, guck mal, ich sehe einen Weg. Wir fangen unten rechts an und gehen dann nach oben links. Vom Feuer aus, okay? Also zuerst brennen die vier hier unten. Können wir den jetzt gleich mal kurz spannend hier rüberholen. Ist egal. Okay. Und da hält eine Menge aus. Wo ich wieder aushält. Okay, ist in Ordnung. Genau, trotzdem. Oh. Ja, ja, Tauscher verkackt. Geil. Wir müssen auf die vier, dann auf die zweite Reihe von unten die ganze Zeit bleiben und dann nach links gehen. Ich hol mal rüber. Lass ihn rollen. Okay. Ziehen. Ich bin tot. Ja. Ich muss spawnen. Okay. So. Kacke, ich muss ziehen. Ich komm da nicht ran, Mensch. Ich auch nicht, mit dem Tauscher auch nicht. Fuck! Das ist so schwer. Das ist unglaublich. Was glaubst du, wie lange geht denn das? Wie lange müssen wir den oben behalten? Guck mal, wie viel der aushält. Dann glaube ich, hat das schon eine ordentliche Länge. Ja. Oh, das ist heute die erste Stufe. Stell dir vor, die Teile kommen dann noch rausgefahren. Wie beim letzten Mal. Okay. Lass ihn nach oben rollen. Oh, jetzt. Kick ihn zu mir. Okay. Das dauert so lange, bis das resettet. Das ist doch unmöglich. Mal ganz im Ernst. Ja. Scheiße, ey, wir sind jetzt sind wir richtig im Arsch. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen wollen. Guck mal, wie lange das braucht, bis ich wieder ranziehen kann. Jetzt war es erst das nächste Mal nachgeladen. Ziehen ran. Fuck, du musst. Okay. Jetzt nach hier oben. Ah, ich bin ganz knapp drin gewesen. Guck mal, wie weit der kippt. Das, so schnell resettet sich meiner gar nicht. Okay. Oh, lauf. Okay. Ja! Ich steck hier drin fest, was soll ich machen? Ah, ich dachte, ich krieg's so. Wenigstens haben wir einen Sicherungspunkt erreicht, ey. Ohne Witz. Das ist schon mal verdammt gut. Oha. Okay. Zuerst fängt's in der Mitte an zu brennen. Lass ihn mal da liegen. Und jetzt fängt's irgendwie. Okay. Nein.
Fritz, ich bin tot. Kick ihn irgendwie nach oben. Wir können ihn vielleicht mit dem Eisblock irgendwo festhalten. Dachte also, ich auch, Schmitz, sofort. Ach so, okay. Auch schon am Anfang mein Gedanke. Oh, lass den Wissenschaftler doch verrecken, was geht der uns an, ey, ohne Witz. So. Nein. Nein. Oh, jetzt wechselt das nach unten. Scheiße. Alter, so eine scheiß Mikrowelle. warte, warte. Dann hätte ich gesagt, lassen wir den erstmal hier oben, wenn es eh nach unten wechselt. Warte, ich ziehe den erstmal einfach. Kack, hier oben brennt es ja auch. Ne, Fritz? Hast du nicht gerade noch den Tauscher gehabt? Ich hatte den Tauscher, aber ich bin einen Millimeter ins Feuer gelaufen. Ich muss dir sagen, ich weiß jetzt gar nicht, brennt das jetzt irgendwie zufällig? Das kommt mir irgendwie so vor, das ist jetzt die 4 in der Mitte und dann irgendwo. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt am schlauesten hingehen. Ich würde sagen, wir tauschen das mal nach hier oben. Dann können wir denn das Feuer rollen? Nee, das brennt dann einfach so im Viereck rum. Oh, ich bin tot. Also es brennt einmal im Mitte? Kreis dann. Und dann einmal ringsrum. Welche Mikrowelle macht so Käse, also? Mamma mia. Wir müssen auch uns versuchen zu merken, Feuer, ich werde dich sterben gleich. Ich bin tot. Jetzt kippt sie nach unten. Bitte lass mich unten spawnen, bitte lass mich unten spawnen. Fuck. Ich spawn irgendwie zufällig, habe ich das Gefühl. Es dreht sich mit. Es ist im Prinzip immer in die Ecke geneigt, wo das Feuer aus ist. Ach du Kacke. Halt auf meinem Auge. Okay. Es ist immer dahin gekippt, wo das Feuer aus ist. Das heißt jetzt hier oben. Ah, oh, ich bin auch einmal reingelaufen. Fuck, 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 lass mich spawnen, lass mich spawnen. Nee, ah. Ich hab's nicht erwischt. Ja. Kacke! Ich weiß nicht, ob hier oben links gleich die beste Idee war. Weil hier oben fängt es, glaube ich, auch gleich an zu brennen. Ich bin mir nicht sicher. Fuck. Beide sind wieder tot gewesen. Hm. Wenn das Feuer uns nicht sofort sterben lassen würde, weißt du? Ja, wenn wir auch ein bisschen Leben hätten, dann wäre das nicht so schwer. Bei weitem nicht so schwer. Ich pack das jetzt mal nach hier oben. Ich glaube, hier in der Ecke hat es erst ein bisschen später gebrannt. Oh, Mann! Einmal an die Ecke gelaufen. Oh, oh! Feuer, da! Ging Millimeter gerade an. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, was war das? Was? Oh nein! Meine Fresse! Das Ding ist voll ausgerastet, ey! Wie konnte das gerade passieren? Also, der mit dem Ranziehen, muss ich sagen, funktioniert relativ gut hier in dieser Scheiße. Ja. Der Rest ist total beschissen, weil du musst immer hinter dem Ball stehen. Wir müssen uns, glaube ich, abwechseln mit Fähigkeiten einsetzen, damit wir es schaffen. Müssen wir mal sagen, ja, ich setze jetzt ein. Okay, gut, jetzt kann ich wieder. Was? Der hing genau an der Kante, den hättest du eigentlich noch bekommen müssen. Mann. Okay, lass mich zuerst erste Fähigkeit einsetzen. Wart jetzt ab. Ich glaube, hier war am besten. Ich sagte, wenn ich Hilfe brauche, dann taust du. Oh, ich hasse diese Ecke. Okay, okay, jetzt lauf mal hoch, ich weiß es nicht. Ach, wo Fritz? Ja, tut mir leid. Oh, tausch die nochmal rüber! Fritz! Die Höhe hat nicht gereicht. Oh Mann, Mann ist das schwer. Aber wir kommen wenigstens weiter als beim letzten Mal, wir machen Fortschritte. Also müssen wir es im Prinzip irgendwann schaffen. Okay, ich hau den jetzt mal wieder nach hier drüben. Okay, ich krieg den immer noch. Ich sagte, wenn es bei mir kritisch wird. Kritisch! Gut. Tausch mal. Komm! Er tauscht. Was? Hä? Was? Das ist da durchgefallen! Genau. Der lag doch genau drauf! Oh meine Fresse! Das kann doch nicht sein, ey. Tauscher ist ja eigentlich ziemlich. Schieß mal hoch, schieß mal hoch, schieß noch. Okay, okay. Ich lass mal weiter nach links gehen. Der Tauscher ist richtig beschissen. Der bringt gar nichts. Weil die Höhe ja überall anders ist, ja. Ne? Also der Ranzieher ist am besten.
Dann also in der ersten Stufe ging er vielleicht noch. Versuch mal den Wegstoßer zu nehmen und immer zwischen Außenrand und Ball zu sein. Ich bin tot. Schieß mal hoch. Okay, gut, okay, gut. Jetzt nicht so weit außen bleiben, weil sonst fliegt er doch wieder so komisch weg. Ich hab verkackt. Nein, nein. Ich glaube, danach hast du einen Sicherungspunkt. Wenn diese Kante abspastet, oder was? Ja, danach okay. Habe ich einen Sicherungspunkt. Packen wir dann hier drüben. Ja, alles entspannt noch. Gut. So. Jetzt gehen wir nach hier oben. Oh. Okay, schön. Ich bin wieder tot. Jetzt kriegst du nicht mehr, oder? Kriegst du noch einmal getauscht? Okay. Nein, die Kasse spastet gleich ab. Oh, wie müssen wir planen, was wir da machen? Was wir an der Stelle tun? Wir müssen, wir wissen ja, wann die Kaste, wenn diese Kante da abspastet, müssen wir halt versuchen, guck mal hier, wo ich jetzt stehe. Hier muss der Ball ungefähr denn sein. Ja, oder wenn dann wir ihn was. Ziehen in dem Moment, wo er... Das können wir auch machen. Jetzt versuche ich mal genau den zu ziehen, wenn die Kante abspastet. Ich bin tot. Na, was? Alter, das war gerade, du hast nicht, das war, hä? So eine Pisse, ey, Mann. Ich kotze das gerade richtig an, ey. Fritz, ich hab verkackt. Oh, okay. Kritisch, schieß hoch. Okay, warte, ich weiß, dass die Kante gleich abspastet, ich weiß es. Nein. Ja, jetzt bin ich aber tot, weil ich im Feuer war. Tausche. Das ist wieder gerade, oder? Okay, ich weiß. Nein, das ist nicht gerade. Der rollt jetzt immer nach unten, Fritz. Nein! Ich darf nicht sterben. Ich stehe jetzt hier hinten. Ja! Oh. Was? Haben wir es geschafft? Was ist das denn jetzt? Was? Nein, was? Beschützt du den Ball, ich krieg den. Okay. Ich beschütze den Ball. Ich kann die ganzen Küken nämlich mit dem Ball auch kaputt machen, wenn ich ranziehe. Oh. Nice! Du, dieser Eisblock war zwischen dem Ball und dieser bösen Kugel und deswegen ist die böse Kugel kaputt gegangen. Okay, das sieht machbar aus. Warte. Ja, das ist auf jeden Fall machbar. Wenn du das beschützt, dann ich krieg den locker. Nice. Gut. Ups. Boah. Müsst ihr mal überlegen, wir sind hier. Oh, explosive Typen. Wir sind hier zwei kleine Laborratten in einer Mikrowelle mit einem Roboterhuhn. Und beschützen eine Kugel, wo ein Wissenschaftler drin ist. Oh, das wackelt so krass, ey. Er ist gleich tot. Ist er tot? Explodiert das jetzt mal? Komm, fette Explosion, bitte. Was? Das Ding ist immer noch nicht tot. Es fällt! Oh! Oh! Ui! Der war auf der Kante. Das wackelt und leckt bei mir wie Sau. Mein Fritz sagt bloß noch, ich nehme mit 18 Frames auf. Ich treffe ihn nicht mehr. Was zur Hölle? Er ist geht? So schnell. Fritz, Mann, das ist... Hilfe! Oh! Ich treffe ihn nicht. Wow, Fritz. Ich helfe dir nicht, ich muss ihn jetzt besiegen. Mann, diese scheiß Kugel. Ja. Oh. Hätten wir das jetzt nicht geschafft, hätten wir nochmal von vorne. Evil Chicken Master. Was? Was ist los? Einfach über den Haufen geschoben. Disco Pogo. Was für eine Scheiße. Was? Ein Musical. Ich fühle mich gerade voll auf Drogen, ey.
Ich hab denn so. Boah, wir sind in einer Mikrowelle! Oh Mann. Geil! Hä? Das war's? Was? Was? Es ist vorbei? Nee, kommt noch was. Es kann doch nicht sein. Alter, das war gerade richtig abgefuckt. Der Endgegner war ein scheiß Roboterhund in der Mikrowelle. Ja. Okay, vielleicht war es nur so ein kleines Minispiel insgesamt gewesen. Also so lang war jetzt die Story wirklich nicht. Guck mal, wenn man das zusammenrechnet, vielleicht 3 Stunden Spielzeit maximal, ja, oder? 3 Stunden, denke ich mal. Oh Mann, ey, ich finde das schade, weil das Spiel, das hat echt Potenzial. Ja. Und da hätte man noch so viel draus machen können. Aber du hast schon gemerkt, dass den Entwicklern am Ende ein bisschen die Ideen ausgingen. Da war es weniger Rätsel, sondern mehr Geschick. Aber da ist so viel möglich, weißt du? Okay. Dann lass uns verabschieden mit einem kleinen Let's Play. Ist dein Ding schon zu Ende, deine Credits? Nö, aber die Musik geht zu Ende, weißt du? Und das passt jetzt so. Ja, ist vielleicht vorbei. Vielleicht kommt ja noch ein kleiner Film oder so. Achso, na okay, dann warten wir die Credits mal wieder ab, wie bei jedem Spiel, was wir durchspielen. Ja, das ist man den Entwicklern irgendwo schuldig. Okay. Ey, wir haben das ganze Spiel promotet, ohne dafür Geld zu kriegen. Ja, wir sind das den Entwicklern schuldig. Naja, da kann sich Lisa Fields mal bei uns bedanken. Ja, Mann, und Logan Rosenstein. Das ist bestimmt ein Homo. Oh. Ja, ja. Ah, ja, ey, was ist das eigentlich da für ein Vieh? Siehst du das auch? Ja. Sieht ziemlich krass aus. Ekliges Haustier. Sieht dein Hamster nicht so aus? Der hat keine Clownsnase. Angus MacDonald. Na komm. Na los. Ja, jetzt gleich vorbei. Wenn Bink kommt, ist gleich vorbei. Na los. Okay, das heißt, es gibt hundertprozentig bald einen zweiten Teil. Ja. Lass den auch spielen, wenn er draußen ist, Fritz. Jo. Aha. Wenn man die Credits anguckt. Oho. Das ist gerade ein lachendes Pummeluft mit roten Augen gesehen. Haben wir das nicht eben getötet? Es hat überlebt. Oh, ich hab voll Gänsehaut. Ich kann mehr schlafen gehen. Stell dir vor, du wachst auf und er guckt so einen Kopf unter deinem Kopfkissen vor, so. Ich bin ein Pummeluff. Oh. Okay, ich glaube, das war's dann jetzt aber von dem Spiel. Macht's gut, Leute. Ich glaube, Fritz hofft es auch, dass es euch gefallen hat. Ja. Nein. Ich hoffe, ihr habt's gehasst. Ich hoffe, Philipp kriegt ganz viele Dislikes auf dieses Video. Ja, bitte, das macht mich geil. Oh Mann. Oh, okay. Mann. Tschüss. Wir verabschieden uns mit einem erotischen Black Screen. Tschüss. Ciao.